30 Jahre im Grenzbereich, so heißt der Film, den Sie gleich sehen werden. Hallo zusammen. 30 Jahre im Grenzbereich heißt auch Bilder von 30 Jahren Motorsportgeschichte. Und es hat viele Filmszenen gegeben, die wir Ihnen zeigen wollen, aber wir zeigen Ihnen Filmsequenzen von einem Mann. Er hat sie alle gedreht. Das, was Sie gleich sehen werden, kommt alles von Helmut Daimel aus Wien, seit 30 Jahren im Motorsport Filmemacher. Die beiden Protagonisten in der DTM, nämlich Audi und Mercedes-Benz, sind die Arbeitgeber in den vergangenen Jahren gewesen. Vorher Audi, jetzt Mercedes-Benz. Helmut Daimel, 30 Jahre, ich kann mir vorstellen, da fließt kein Blut mehr durch die Adern, oder? Nur noch Benzin. Naja, schönen guten Abend auch von mir zunächst mal. Ich freue mich, dass Sie da sind und da fließt schon noch Blut. Und Blut muss auch fließen, weil ich alles mit Herzblut mache, was ich tue. Das ist mir wirklich wichtiger, dass ich da nicht versteinert bin in all den Jahren und dass es zum Routineablauf wird. Das ist vielleicht auch ein Markenzeichen, eine Stärke von mir. Ich mache es immer noch mit Herzblut und mit voller Leidenschaft. Auch die DTM jetzt, die ich ja heute für Mercedes und die Formel 1 nicht mache. Wir stehen hier vor Autos, die Motorsportgeschichte repräsentieren, aber nicht umsonst vor diesem Renault Alpine. Warum? Ja, dieses liebe kleine Auto hier, das hat mich im Grunde zu meinem heutigen Beruf gebracht. Es war in den 70er Jahren ein dominantes Rallye-Auto, eine A110 von Renault. Und das Geräusch von dem Auto und das emotionale Erlebnis, dieses Ding auf einer Schotterstraße bergauf kommen zu sehen, war für mich so ein umwerfendes Erlebnis als junger Mann damals bei mir in der Heimat im Wald, dass ich als erstes einmal mir eine Schmalfilmkamera gekauft habe, eine Super 8 Kamera, und dass diesen Sport begonnen habe festzuhalten als Hobby. Ja, und damit bin ich aufgetreten bei Clubs und so ist das dann geworden und letztendlich wurde es zum Beruf. Und ich habe selbst ein Auto daheim in der Garage stehen, das ist von meiner ersten Gage, von meiner ersten Echten dann gekauft. Und solange ich in das Ding einsteigen kann, ich schwöre Ihnen, das ist nicht leicht, man muss sich kunstvoll einfädeln, solange fühle ich mich jung und fit für neue Aufgaben. Ich kann mir vorstellen, wenn du damit durch Wien und Umgebung fährst, die Aufmerksamkeit ist dir sicher. Ja, das ist so. Es ist einfach, finde ich, ein derartig gelungenes, emotionales Gerät. Schön tief, schön niedrig. Der Motor liegt direkt hinter dir im Rücken. Also du spürst, dass du ein Auto fährst, ja. Hier begann also die Leidenschaft von Helmut Daimel. Und daraus, aus dieser Leidenschaft, wurde dann Beruf. Und dazu kommen wir jetzt. Dieses Auto steht dann für den beruflichen Anfang. Von Renault sozusagen zu Audi. Das war Spaß und ist immer noch Spaß. Aber hier wurde es ernst, obwohl ich weiß, es hat in den 30 Jahren viel Spaß gemacht. An was erinnert dich dieser Urquattro? Ja, das ist tatsächlich, da war ich von Anfang an dabei, mit dieser Geschichte, also ab der Weltpremiere bei der ENA Rallye in Österreich und so. Und das waren schon tolle, wilde Jahre und ein herausragendes Ereignis war sicher 1982, als die Michèle Moudon, die wirklich eine unglaubliche Frau war, mit Haaresbreite die Weltmeisterschaft gegen den Walter Röhrl verloren hat. Das war schon ein tolles Jahr und zum Darstellen auch. Es waren wilde, zügellose Jahre, die heute so schwer vorstellbar werden. Zügellos, ja. Da könntest du sicherlich auch noch eine Menge erzählen. Aber in diesen 30 Jahren, was war so ein ganz emotionaler Moment, an den du dich gerne erinnerst? Also jetzt, bevor wir zur Rundstrecke kommen, sicherlich in den Rallye-Jahren, das 85er Jahr, da war Audi schon nicht mehr auf der Siegerstraße, nachdem sie den Sport revolutioniert hatten zunächst. Und der Walter Röhrl in Sanremo, ist mit Worten fast nicht zu beschreiben. Das kommt heute Abend auch in meinem Film vor, mit einer tollen italienischen Musiknummer dazu. Und das Licht und der Staub und das Geräusch von dem Auto in Sanremo, in dieser wunderbaren toskanischen Landschaft, da kann man nur auf die Knie gehen, wirklich wahr. Wir sehen dann auch gleich die Vielfalt, die der Motorsport bietet, vom Rallye-Sport oder eben gerade vom Spaß, jetzt von der Straße zum Rallye-Sport und dann natürlich Rundstrecke. Im Hintergrund sehen wir einen Silberpfeil, dann der 190E aus dem Jahr 1988 mit Roland Asch. Mein Gott, 1988, 20 Jahre her, damals ein Wahnsinnsauto, heute keine Chance mehr. Der Motorsport entwickelt sich unglaublich, oder? Ja, unglaublich, das ist wahr. Aber das war, hat mir den Umstieg aus der Rallye-Szene auch irgendwie, ich bin ja zuerst mit Audi noch auf die Rundstrecke gekommen, so ist das ja gekommen. Da habe ich den Norbert Haug dann schon gekannt
Und der hat mich dann zu Mercedes engagiert und da habe ich als erstes den 190er erleben dürfen. Und der Klang von dem Auto, der Sauger, die Vierzylinder, in Hockenheim zum Beispiel auf der Waldgeraden, das waren schon auch tolle Momente. Und die Autos waren, wie ich schon vorher gesagt habe, mal halt nicht so vollkommen wie die heutigen. Ja, die sind auf zwei Rädern um die Kurven gekommen, so aufgestiegen sind über die Curbs und so. Also das waren schon tolle Momente. Und da gibt es auch sehr schöne Dinge zu sehen heute Abend in dem Film, wo der 190er eine große Rolle spielt. Und dann bist du ja auch noch in der Formel 1 tätig. Also die Welten des Motorsports sind unglaublich. Also von Wald und Wiesen, Filmerei und Formel 1, was für Unterschiede? Ja, das ist schon toll. Das ist auch toll, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass sich das Schicksal so geführt hat. Weil da im Wald zu stehen und die Dinge zu erleben, das war schon was Großartiges. Aber, und damals haben wir die Rundstrecke ja nicht so gutiert, die alle Menschen. Ja? Aber dann in Monaco im Tunnel zu stehen, oder bei der Casino-Kurve oben an Formel 1 im Drift zu sehen. Und die sind damals richtig gedriftet bis an die Leitschiene hin. Das wären schon Momente gewesen, die mir sehr abgegangen wären in meinem Leben. Das muss ich schon sagen. Also man merkt, ein Mann immer noch voller Emotionen nach 30 Jahren. Und wir können nur Ausschnitte zeigen aus diesen 30 Jahren, aus seinem filmischen Leben. Und es sind auch Dokumente aus 30 Jahren Motorsport. Viel Spaß dabei. Viel Spaß auch von mir.